Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin anders. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die von sich sagen oder über sich sagen, ich bin nicht normal, ich passe nicht so in die Norm hinein, was man so als normal bezeichnet. Ich lebe anders, ich lebe unkonventionell, ich habe vielleicht eine schwere Krankheit, aufgrund dessen man auch sagen kann, ich bin anders, ich habe eine ungewöhnliche Sexualität, ich habe einen vielleicht sehr ausgefallenen Tick oder eine sehr ausgefallene Marotte, aufgrund dessen auch zu sagen ist, irgendwie ist das nicht normal oder ist er oder sie nicht normal. Also, es gibt viele Gründe, weswegen man sagen kann, die Person entspricht nicht der Norm, was ja nichts Schlechtes ist. Wenn ihr das Gefühl habt, zu dieser Gruppe von Menschen zu gehören, die von sich aus sagen, über sich sagen, ich bin anders, und ihr ein bisschen mit mir reden wollt darüber, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50. 0800 220 50 50. Oder ihr könnt auch mailen unter 1live.domian@wdr.de. Oder ihr könnt faxen unter 0800 220 50 51. Und wenn ihr faxt oder mailt, schreibt bitte eure Telefonnummer auch drauf. So, nun bin ich gespannt auf die erste Anruferin und ich gehe davon aus, dass das eine Sie ist, nämlich Jeannie. Ist das richtig? Nee. Wie heißt Jenny. Du? Wie? Jenny. Ja. Jenny. Das ist natürlich was anderes als Jeannie. 19 ja. Jahre alt, Jenny. Ja, genau. Du sagst, ich bin anders. Ja. Warum? Also ich bin eigentlich in einem sehr wohlbehüteten Haushalt groß geworden. Mhm. Und ich habe mich mit 13 Jahren dazu entschlossen, lieber das Leben eines Obdachlosen zu leben. Also ich bin lieber auf die Straße gegangen. Mit 13? Ja, mit 13. Wohlbehütetes Elternhaus heißt, da ist genug Geld da, es ist alles so normal abgesichert. Ja. Ja. Es war alles da. Meine Eltern haben mich von klein auf in einen Glaskasten mit Watte gepackt, dass bloß nichts an mich rankommt. Mhm. Was sind deine Eltern vom Beruf? Ja, meine Eltern haben ein Hotel. Ein Hotel? Ich bin Hotelbesitzer. Ah ja. Bist du das einzige Kind in der Familie? Nein. Ich habe einen Bruder, der 11 Jahre älter ist als ich. Ja. So, mit 13 Jahren sich entscheiden, ich gehe raus aus meinem goldenen Käfig. Ja. Auf die Straße. Wie war das? Erzähl mal. Das ist doch eine irre Entscheidung für ein Kind. Mit 13 ist man ja noch eher Kind als Jugendlicher. Ja, ich habe mit 13 Jahren das erste Mal so eine Tour durch unsere Stadt unternommen, so wo ich halt lebe. Mhm. Und habe dort halt ein paar Punks kennengelernt. Und Ja, die haben halt, da ich etwas anders aussehe und mich etwas anders verhalte, als man normal sieht auf der Straße, da ich eine leichte Behinderung habe, haben die Leute aber zu mir gesagt, komm, setz dich zu uns, erzähl mal, was ist mit dir? Und das kannte ich vorher nicht, das habe ich nie kennengelernt. Und was ist das für eine Behinderung, die du hast? Ich bin, mir haben sie gesagt, ich habe das KISS-Syndrom in mir. Was ist das? Das ist im Prinzip, dass meine Nervenbahnen, also sind verkürzt und dadurch sind meine Gelenke schwer beeinträchtigt, so. Also ich versteife praktisch innerlich. So. Das heißt, das sieht man auch dir sehr an. Ja, man sieht es in meinem Gang, in meinen Bewegungsabläufen. Ist die Krankheit auch mit Schmerzen verbunden? Ja. Ja. Ziemlich. Ist das auch vielleicht ein Grund, warum deine Eltern dich so wohl behütet haben und alles für dich gemacht haben? Mhm. So, dann bist du zu den Punks da gekommen und die haben gesagt, oh hey, komm, Jenny, setz dich mal, die kannten deinen Namen noch nicht, setz dich mal zu uns. Ja, genau. Und das fandst du wahrscheinlich alles sehr locker und auch cool und eben nicht so steif wie zu Hause? Ja, genau. Und hat dir gefallen? Ja, die haben sich wirklich für das interessiert, was mit mir ist und nicht nur für das, was meine Eltern sind und wo ich denn herkomme und was ich denn bin und was ich denn kann. Mhm. Für die war es wichtig, wer ich bin. Ja. Und das kannte ich vorher nicht. Was ist denn das, was deine Eltern übersehen haben damals, als du 13 warst? Was hat dich denn am meisten interessiert? Mich hat die Musik interessiert. Mich haben so viele Dinge interessiert. Ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Ich helfe gerne Menschen. Mhm. Ich will mich gerne um Leute kümmern, ich bin für die Leute da. So. Und das kannten meine Eltern nicht und das konnten sie nicht verstehen. Aber wir halten das nochmal fest, sie waren nicht schlecht zu dir.
Nein, sie waren eigentlich nie schlecht zu mir. So. Und dann bist du mit deinen zarten 13 Jahren, hast gesagt, okay, Jungs, Mädels, ich bleib bei euch hier auf der Straße. Ja, genau. Und deine Eltern, sind die nicht amok gelaufen? Doch, die haben die Polizei eingeschaltet und das Jugendamt und ja, wir haben alles versucht. Aber ich hab dasselbe gemacht. Ich habe meine Eltern beim Jugendamt schlecht gemacht. Ich habe erzählt, sie wollen mich schlagen. Ich habe erzählt, sie wollen mich misshandeln und das ist überhaupt nicht wahr. Und was auch schlimm ist, ne? Ja, und das weiß ich heute auch. Ich habe damit meinen Eltern auch sehr weh getan und es tut mir auch sehr leid, aber du ich wollte einfach frei sein. Du wolltest frei sein. Du lebst heute immer noch auf der Straße? Nein, ich habe jetzt seit ein paar Monaten eine Wohnung gekriegt vom Sozialamt. Und machst du irgendwas oder gehst du zur Schule noch oder? Nee, ich bin seit 3 Jahren aus der Schule raus. Wie war denn das überhaupt damals mit 13? Da ist man ja schulpflichtig. Bist du dann in die Schule gegangen, obwohl du auf der Straße gelebt hast? Ich war ein ständiger Schulfenster. Ich habe sie damals in eine, besondere Schulform gesteckt und mich dort praktisch überwacht, dass ich nicht abhaue. Ist das gelungen? Mehr oder weniger, meistens. Ja. Was heißt denn überhaupt mit so jungen Jahren auf der Straße leben? Was bedeutet das? Das heißt, einfach durch die Gegend rennen, nicht wissen, was machen und betteln. Ja. Wo hast du geschlafen? Ich habe überall. Bei Freunden in besetzten Häusern oder auf der Straße, auf irgendeiner Parkbank oder irgendwo. Und wie kommt es, dass du jetzt eine Wohnung hast? War das dein Wunsch auch? Nein, das war nicht mein Wunsch. Es ist einfach die Tatsache, dass man ansonsten in Deutschland kein Geld über längeren Zeitraum vom Sozialamt kriegt. Das heißt, du hast dich eigentlich in dieser Lebensform auf der Straße zu sein wohlgefühlt? Ja, sogar sehr. Sogar sehr. Das heißt, mehr wohlgefühlt als jetzt die paar Monate in deiner Wohnung? Ja, ich fühle mich jetzt eingesperrt. Ich fühle mich, als wäre ich im Gefängnis. Ja. Und du hast dann die letzten Monate oder Jahre auch nur von Bettelei gelebt? Und durchschnorren so. Ja, genau. Wie ist denn der Kontakt zu deinen Eltern im Moment? Ja, ich sehe sie ungefähr 1-2 Mal im Monat und ja, meistens gehe ich das halt auch nur hin, um Geld zu kriegen oder um halt einen auf liebe Tochter zu spielen und halt für das äußere Ansehen meiner Eltern. Aber es muss für deine Eltern ja auch sehr schmerzlich sein. Einmal, so wie du es damals angestellt hast, dass du da Sachen gesagt hast, die gar nicht stimmen, von wegen Misshandeln und so etwas. Ja, die sind dadurch sehr krank geworden. Ja, und bis heute könnte ich mir vorstellen, dass es auch sehr schlimm ist, wenn man das Gefühl hat, die eigene Tochter vegetiert so rum und will mit mir, den Eltern, nichts zu tun haben, ist auch irgendwie für die wahrscheinlich sehr schwierig. Ja, nur ich habe immer das Gefühl, dass meine Eltern nur nach dem gehen, was die anderen Leute sagen. Also wenn ich mit meinen Eltern über die Straße gehe oder was, dann heißt es nur, mit was rennt ihr denn rum und das ist doch nicht euer Kind und so ein Assi und was wollt ihr denn von dem? Und weißt du, Danny, mir ist immer noch nicht so ganz klar, was damals, als du 13 warst, was so ausschlaggebend war, dass man als 13-jähriges Mädel sagt, ich gehe auf die Straße. Du hast gesagt, du hast dich eingesperrt gefühlt, das war ein goldener Käfig. Aber da muss doch sowas in dir angestaut gewesen sein. Ich verstehe es nicht so richtig, dass du das gemacht hast damals. Ja, es war einfach Frust. Ich habe nie wirklich Freunde gehabt vorher. Ich wurde nur ausgenutzt. Ich war immer der Mensch, der alles geben konnte, aber nie was gekriegt hat. Und von Freunden kann man nicht reden. Es waren halt die Leute, die einen wirklich nur ausnutzen. Aber du hast doch so gesagt, dass deine Eltern dich mehr oder weniger in Watte eingepackt haben. Ja, deswegen. Ich habe von meinen Eltern jeden Tag Geld gekriegt und das ist immer woanders hingegangen. Ich habe Zigaretten für andere geholt, ich habe Alkohol für andere geholt, ich habe alles gemacht, nur damit die Leute sagen, boah, was ist das denn? Das ist ja in Ordnung, das ist ja toll. Aber die Eltern haben dir eben sehr viel gegeben damals, ne? Ja, aber ich sag heute zu viel. Zu viel, wollte ich gerade sagen. Und unkoordiniert und zu viel. Ja. So, du bist ja 19 Jahre alt, ist dann eigentlich ein tolles Alter. Wie ist dein Wunsch denn? Wenn du einen Wunsch äußern könntest jetzt, wie würdest du gerne deine Zukunft sehen? Ja, ich würde gerne als Sozialarbeiter oder sowas in der Art arbeiten, aber leider Gottes ist das mit meinem Schulabschluss und halt meiner Behinderung nicht möglich. Liegt es nur an dem nehmen wir mal an, der Schulabschluss wäre in irgendeiner Form nachholbar. Wäre die Behinderung wirklich das, würde es das blockieren, eine solche Entwicklung? Ja, da ich dadurch halt nicht sehr gut unterwegs bin, also nicht sehr gut zu Fuß und halt den Job eines Streetworkers zum Beispiel nicht machen könnte. Aber es gibt ja vielleicht im sozialen Bereich andere Arbeiten, die auch interessant sind, die du auch mit deiner Behinderung machen könntest.
Ja, aber da fehlt dann halt wieder die Schule. Die schulische Leistung war nicht da. Und aber ich finde interessant, dass du, wie aus der Pistole geschossen, quasi so einen Wunsch jetzt äußerst bei mir. Das würde ich gerne machen, wenn es denn ginge. Ja. Ist denn das nicht, wäre das denn nicht ein Grund so zur Motivation für dich zu sagen, Mensch, ich bin 19 Jahre alt, jetzt setze ich mich auf meinen Arsch und mache diese Schule nach? Und ich hab's versucht, aber ich hab's nicht geschafft. Dann versuch's nochmal. Dann versuch's nochmal. Du bist ein kluges Mädchen, das höre ich schon. Ich will ja jetzt nicht irgendwas aufreden, weil man das so macht. Überhaupt nicht. Sondern ich will es dir zureden, damit du dir deinen Traum erfüllen kannst. Ja. Damit du auch vielleicht irgendwann mal so für dich auf eigenen Beinen stehen kannst und einfach deine Sache machst, dein Ding. Und ich glaube, mit deiner Erfahrung, Jenny, aber ganz im Ernst, mit deiner Erfahrung, die du jetzt schon gesammelt hast, das lernt man auf keiner Universität. Das ist Gold, ja, das ist Goldes wert, was du da schon an Wissen dir angeeignet hast. Ja, schon richtig. Ich habe Leute sterben sehen immerhin. Und so, das ist eine irre Voraussetzung für einen sozialen Beruf. Eine ganz tolle Voraussetzung. Du steckst diese ganzen sauber gewaschenen Abiturienten in die Tasche, die du dann irgendwann vielleicht auf der Uni mal treffen würdest, wenn du studieren würdest oder wie auch immer die Ausbildung aussieht. Tja, ich hätte sehr gerne Informationen oder Hilfe für, aber in meiner Stadt gibt es sowas nicht für mich. Ich habe es oft genug versucht und in meiner Stadt ist es echt so, dass die Leute sagen, hey, du siehst aus wie der letzte Dreck, was willst du denn irgendwo so in irgendeinem Amt? Gut, dann in eine andere Stadt. Ja, ich bin auch schon umgezogen. Ich war in Gummersbach bei Köln. Ich habe dort viel gemacht und ich habe versucht, viel zu bewirken. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist, dass man dort wirklich gesagt hat, ich könnte das nicht. Und was ich denn dort wollte, es würde genug Leute geben, die dort auf dem Amt sind. Und glaube ich nicht. Das muss man da auch nicht in Gummersbach machen, da muss man in eine Großstadt gehen. Ja, so. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Ja. Aber so ein Wunsch wäre schon da, höre ich, ne? Also ja, wenn es irgendwie geht. Ich werde dich jetzt mal einfach mit einem guten Gefühl an meine Psychologin weitergeben. Ja. Nicht, damit ihr jetzt ein großes psychologisches Gespräch da führen sollt. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, vielleicht hat die Heide auch noch ein paar konkrete Tipps für dich, wie du diese Sache einfädeln könntest, nämlich eine Schulausbildung nachzuholen. Das wäre der erste Schritt. Ja. Ne? Das wäre der erste Schritt. Das heißt, du hast im Moment gar keinen Abschluss, ne? Auch keinen Hauptschulabschluss. Nein. Nee, also musst du, aber wie gesagt, du bist noch jung, die Chancen sind noch gut, um Hauptschul-, Realschulabschluss oder vielleicht sogar Abitur zu machen. Ja. Klingt jetzt sehr groß, ich weiß. Ja. Aber man muss große Träume haben, um kleine Schritte machen zu können. Ja. So ist das. Liebe Jenny, ich fand's nett, mit dir gesprochen zu haben. Ja. Zum ersten. Ich hab mich auch gefreut. Zum zweiten legst du auf und die Heide ruft dich gleich an. Ja. Und zum dritten wünsche ich dir wirklich sehr, sehr viel Konzentration und Kraft, das irgendwie zu schaffen. Mhm. Denn ich glaube, die Voraussetzungen sind wirklich sonderbar und extrem gut bei dir. Für diesen Beruf, mit deinem Hintergrund. Du kannst vielen Leuten viel Gutes tun, weil du schon so viele harte Sachen erfahren hast. Wirklich. Hoffen wir das. Ja. Alles Gute und alles Liebe von Herzen, Jenny. Dir auch. Und Dankeschön. Noch viele, viele Sendungen wünsche ich dir. Dankeschön, Jenny. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich bin anders. Ich möchte mit Leuten reden, die nicht der Norm entsprechen. Die auch von sich aus sagen, ich bin nicht normal. Ich führe ein anderes Leben, ich denke anders, ich agiere irgendwie anders, ich bin anders drauf. Wie gesagt, das muss ja nicht Schlimmes sein. Das ist halt nur etwas anderes. Ich lebe in einer Randgruppe oder in einer Randzone unserer Gesellschaft. Und wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 50 50. Diese Nummer hat beispielsweise auch der Sebastian gewählt. Und der ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Sebastian. Ja, ich bin gespannt, warum du von dir sagst, ich bin anders. Ja, das hat den Grund, dass ich hochbegabt bin. Ach. Ja. Ein ganz schlauer junger Mann. Ja. Mit einem IQ von? Also ich habe zwei Tests gemacht, jetzt vor zwei Monaten, die also beide etwas unterschiedliche Voraussetzungen haben. Der eine Test bezieht zum Beispiel ethnische und kulturelle und bildungstechnische Aspekte nicht mit ein. Das heißt, der ist unabhängig davon, anderer Test nicht. Mhm. Und bei dem einen Test kam 137 raus und bei dem anderen 143. Also ist von auszugehen, dass in der Mitte ungefähr eine realistische Einschätzung. Normal ist?
Normal, das ist also auf dem Höhepunkt der gaußschen Verteilungskurve würde 100 liegen. Also das ist ja immer so der Mittelwert, der festgelegt ist. Und ab 130 beginnt eine Hochbegabung. Ah, also darüber definiert, dass halt lediglich 2% der Gesamtbevölkerung diesen IQ erreichen. Ja, also wenn ich so 100 hätte, könnte ich schon zufrieden sein. Ne? Ja. Und das sind die Norm. Also 100 ist wirklich der Durchschnitt. Ja, genau. Ja. Seit wann weißt du das? Oder spürst du das? Ich bin, das kann man ja genau jetzt so ausdrücken, ich bin anders. Seit wann spürst du das? Also es ist gut, dass du die Frage so aufspürtest, weil gespürt habe ich das eigentlich schon recht lange. Also zumindest, dass es komplett anders und irgendwo auch komplett falsch mit mir ist. Mhm. So zumindest immer mein Eindruck. Dass es konkret jetzt an der Hochbegabung liegt, habe ich nicht geahnt. Ist klar. Und, aber in welchem Alter hast du da irgendwas Diffuses anfänglich gespürt? Also, schon im Kindergartenalter? Ja, also das war da vornehmlich, da macht man sich über sich selbst halt noch, also schon Gedanken, aber es ist noch nicht so formatiert. Also es hat sich zum Beispiel daran geäußert, dass ich mit 4 angefangen habe, mir das Lesen selbst beizubringen, angefangen habe zu rechnen. Mhm. Und dann habe ich also wirklich Probleme damit bekommen, eigentlich in der Schule. Da ist es ab der 4. Klasse. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass schon so eine Kluft zu den Freunden entsteht, wenn man mit 4 sich selbst das Lesen beibringt. Haben all deine ganzen Kumpels damals nicht gemacht und die Freunde und Freundinnen? Nee, das nicht. Da wurde auch schon irgendwie klar, der tickt irgendwie ein bisschen anders. Ja, ist also da schon irgendwie in den Vordergrund getreten. Wobei ich sagen muss, dass ich damals nicht so viel Kontakt zu anderen Kindern hatte. Das kam eigentlich erst im Kindergarten. Da bin ich aber recht gut damit gefahren, weil ich da eigentlich so ein bisschen sozialen Zusammenhalt auch in die Gruppe gebracht habe. Also ich habe so schnell so eine, wie später zum Beispiel Klassensprecher, halt so eine Rolle übernommen. Ne? So, in der Schule hast du gerade gesagt, das war Stichwort. Da hast du es dann aber sehr, sehr schnell gemerkt. Da habe ich sehr schnell gemerkt. Mhm. Ich hatte noch das Glück, dass ich eine sehr gute Grundschule hatte und da also relativ frei mich auch entwickeln konnte. Mhm. Dann aber, also ich komme aus Niedersachsen, ich war in der Orientierungsstufe, 5., 6. Klasse. Mhm. Habe ich so vor, also war schlagartig so ein Moment da, wo also erstens meine Leistungen abgesackt sind und zweitens ich auch selbst in der Schule wahnsinnige Probleme bekommen habe, auch mit mir selbst, mit meiner Selbstwahrnehmung auch. Die Leistungen sind abgesackt, weil es dir zu langweilig war. Ja, also daran lag es, das habe ich damals nicht so wahrgenommen. Ich habe einfach mich ständig gefragt, warum ich das nicht gebacken bekomme. Mhm. Zum Beispiel sind gerade im naturwissenschaftlichen Bereich meine Noten also wirklich rapide in den Keller gegangen. Ich bin eigentlich da in den 4er-5er Bereich abgerutscht und auch nie wieder rausgekommen, habe aber andererseits mir also dann etwas später, noch nicht in der Orientierungsstufe, aber etwas später die Relativitätstheorie zum Beispiel selbst anlesen kann. Mhm. Also alles, was Wahnsinn, ich so, ja. Ja, aber alles, was ich so privat irgendwie angestrengt habe. Wann haben andere Leute, sprich Lehrer oder Eltern, gemerkt, da ist mit dem Jungen diesbezüglich etwas Besonderes im Gange? Wann haben ganz die das schnell, gemerkt? Ganz schnell. Also mein Grundschullehrer, mein Klassenlehrer hat schon damals, also sie haben immer andere Worte dafür gefunden oder andere Umschreibungen. Mhm. Mein Klassenlehrer in der Grundschule hat gesagt, er ist hyperaktiv. Mein Klassenlehrer in der Orientierungsstufe wollte mir sogar eine Realschulempfehlung geben und meinte, der ist fast nicht mehr beschulbar. Und das ist leider eine Problematik, wo viele, also ich bin da noch recht gut weggekommen. Da haben viele wenn so viele Leute das doch so früh gemacht haben, dann hättest du doch eigentlich entsprechend gefördert werden müssen. Ist das passiert? Das ist leider so, dass es selbst heute, also es hat sich schon verbessert, aber es gibt keine Förderung, keine adäquate Förderung für Hochbegabte leider. Mhm. Und das ist insofern besonders tragisch. Es mag zwar ein relativ geringer Prozentsatz an Kindern in den deutschen Schulen sein, die hochbegabt sind, aber diese Kinder haben teilweise schon im Alter von 5, 6, 7 Jahren mit suizidalen Tendenzen zu kämpfen. Mhm. Einfach aufgrund... Also die denken darüber nach, sich umzubringen. Ja, das tun sie, weil sie einfach aufgrund dieser totalen Unterforderung an sich selbst zu zweifeln beginnen, statt an der Schule. Man sieht ja immer alles zuerst auf sich selbst. So, und die Eltern? Wie haben die sich verhalten? Eigentlich sind sie da wenig drauf eingegangen. Das lag maßgeblich aber an meinem Vater, dem es ganz gelegen kam, also mich etwas dumm zu halten. Also er konnte damit nicht so gut umgehen. Jetzt bist du 21 Jahre alt und ein sehr reflektierender junger Mann. Und dir ist die Problematik in Anführungszeichen, oder auch nicht in Anführungszeichen, völlig klar. Was machst du heute? Ja, ohne Abitur und ohne Ausbildung. Du hast kein Abitur gemacht? Nein, kein Abitur. Das ich habe es in 12.1 geschmissen, also im ersten Semester der 12. Klasse habe ich... Aber die Relativitätstheorie mal eben so nebenher dir selbst angeeignet. Ja, das war da ja schon wieder ein bisschen her. Also nein, also der eigentliche Grund, warum ich die Schule geschmissen habe, habe ich mir zumindest damals eingeredet, war, dass im Englisch-LK ein Autor durchgenommen werden sollte, der mir schon seit längerer Zeit sehr am Herzen lag. Und ich wollte das einfach schwer ertragen oder konnte es einfach nicht ertragen, das in dem Unterricht durchzunehmen. Das war also das, was ich mir als Grund eingeredet hatte. Außerdem hatte ich einen Praktikumsplatz bei einem Radiosender und so weiter und so fort und wollte das einfach lieber machen. Ich wollte anfangen zu arbeiten, weil ich einfach auch wusste, du kannst das besser.
Aber eigentlich war der Grund natürlich doch schon dieses massive, unterbewusste Empfinden des Scheiterns. Mhm. Also das Scheitern hat sich eigentlich, zieht sich seit Jahren, also durch mein Leben. Ich merke einfach, dass ich so in dem, was die Gesellschaft von mir im Alters entsprechend verlangt hat, überhaupt, dass ich dem überhaupt nicht gewachsen war. So, aber jetzt bist du 21 und weißt das alles. Hast das analytisch vor dir liegen alles. Mhm. Du könntest doch jetzt nochmal richtig Gas geben und sagst, ich mache mein Abitur nach und studiere das, was mich interessiert und bist da wahrscheinlich dann der super Überflieger. War ich lange am Überlegen, ob ich das mache, aber ehrlich gesagt reagiere ich fast paranoid auf so eine Schulsituation. Also ja, das muss verstehe. Man, das muss man. Ich war neulich mal mit einer Bekannten von mir, die Studentin hier, unterwegs und habe mich einfach mal interessehalber in ein Seminar von ihr gesetzt, weil mich das Thema interessiert hat und habe also sofort, also nach 10 Minuten regelrechte Schweißausbrüche bekommen und also es ist wirklich eine physische Reaktion auf diese Lernsituation. Das heißt, dieser Weg ist im Moment, vielleicht ändert sich das ja auch noch, du bist ja noch jung. Das mag sein. Dieser Weg ist im Moment versperrt, zu sagen, ich mache das nach und gehe jetzt auf eine Universität dann irgendwann. Also ich habe es lange als unbefriedigend empfunden, diese Möglichkeit nicht zu haben. Deswegen kann ich auch verstehen, dass du danach fragst, ob ich das vorhabe. Nur ich habe mich jetzt, nachdem ich also auch dieses neue Wissen in mir habe, dass das halt so mit mir los ist, habe ich schon irgendwo gemerkt, dass das gar nicht mein Weg sein muss. Mhm. Denn egal, ob ich Abitur mache oder irgendwann mal einen Doktor oder einen Magister habe, das wird nie wirklich, naja, mir irgendwie ein gutes Gefühl geben, weil... Finde ich auch einen interessanten Ansatz. Man muss auch nicht immer die ausgelatschten Wege gehen. Eben, genau. Ich glaube, wenn du diese Gabe hast, ist es ja ein Geschenk, das ist ja ein Geschenk der Natur. Ja, letztendlich schon. Kann eigentlich nicht, aber das kann man sehr, sehr... Ja, gut, aufgrund deiner Erfahrung, aber eigentlich wiederum doch. Wirst du auch einen Weg für dich finden, um das Beste daraus zu machen? Ja, da bin ich sicher. Ja, also, egal was. Mittlerweile, da setze ich auch Vertrauen einfach rein in meine eigenen Fähigkeiten. Da bist du Autodidakt und irgendwie wird sich das schon bahnen. Ja. Hat dich das einsamer gemacht in all den Jahren, diese Hochbegabung? Das war ganz extrem so bis zur 9. Klasse. Also ich war ein absoluter Sonderling bei mir in der Klasse. Mhm. Und habe darunter auch massiv zu leiden gehabt, weil ich wirklich, also da war die Luft ganz, ganz dünn um mich herum, weil da wollte niemand was mit mir zu tun haben und ich wurde gedisst von vorne bis hinten. Nur dann irgendwann kam so eine Phase, wo ich da auch schlagartig an Ansehen zugenommen habe und auf einmal haben sich halt auch Leute um mich gruppiert. Ach so. Und aber trotzdem ist, obwohl es halt oberflächlich so aussah, als ob ich halt immer stets in guter Gesellschaft war, war es doch so, dass mir irgendwo auch ein Gegenüber gefehlt hat. Also das ist ein ganz großes Problem. Mhm. Einen adäquaten Gesprächspartner? Ja, das klingt so furchtbar arrogant. Es geht nicht darum, einen adäquaten Gesprächspartner zu finden. Es geht einfach darum, jemanden zu finden, der auch Themen einfach genauso... Ja, das meine ich damit, ja. Der dir das Wasser reichen kann. Genau, genau. Ja? Wo es auch für dich spannend... Wobei ich auch ganz tolle Gespräche und Austausche mit Leuten habe, die einfach... Natürlich, aber man ist ja auch mal interessiert daran, auch in einem Gespräch gefordert zu sein. Das stimmt, ne? Ja. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache, solche Freunde. Neigt man auch dazu, da gab es mal Phasen, dass du aufgrund dessen auch ein bisschen elitär innerlich drauf warst und hast auf die anderen ein bisschen herabgeguckt? Also ehrlich gesagt war das mein Mechanismus, um auf dieses ständige Schneiden zu reagieren. Ja. Ne? Ich habe das nie wirklich bewusst gemacht, aber ich hatte zum Beispiel in der 8. Klasse den Ruf von Fremdwörterlexikon zu sein, so ungefähr. Ja, also wie ist das denn heute? Hast du jetzt viele Freunde oder bist du eher da auch nur der Einzelgänger? Also ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis, von dem ich, also größtenteils beruflich, aber halt auch schon eine ganz gute Anzahl von sehr, sehr guten Freunden. Ja. Fühle mich da eigentlich auch sehr wohl. Was machst du denn beruflich? Ich bin freier Schriftsteller und Journalist. Ach, hier siehst du. Also als Schriftsteller kannst du dir nun wirklich alles selbst aneignen und eben genau. Machst da vielleicht die ganz große Karriere irgendwann. Mir hat halt nur lange der Mut gefehlt, mich da wirklich so Hals über Kopf als Autodidakt reinzustürzen. Ach. Das hat einfach was damit zu tun, dass man aufwächst wie, und nicht... Wie lernt, viele Großen haben kein Abitur und nie eine Universität besucht, ne? Und ja, sind Koryphäen der Welt, Geschichte oder Literatur geworden. Ja, doch. Vielleicht habe ich mit so einer Koryphäe jetzt gesprochen. Wer weiß, ja. Mal schauen. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Sebastian, alles Gute. Gleichfalls. Und danke für die schöne Sendung. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend, ja. Tschüss. Ja, ciao. Frank, 32 Jahre. Guten Morgen. Guten Abend, Domian. Ja. Frank. Hallo, Frank. Warum bist du anders? Warum sagst du das von dir? Ja, weil ich stehe unheimlich auf Füße. So, das ist ja ein abrupter Themenwechsel jetzt. Von dem Hochbegabten zu dem Fußfetischisten. Ja, wahrscheinlich. Der Frank ist Fußfetischist. Auf was für Füße? Auf Frauenfüße? Auf Männerfüße? Ja, auf deinen? Auf Frauenfüße. Ja. Ja. Wann fing es an? Du bist 32, sagte ich gerade. Also mit 20, 25 Jahren hat das angefangen, weil da habe ich erste Zeit meine Freundin nach den Füßen ausgesucht. Ach, wie macht man das? Ich weiß, du guckst immer drauf und entweder ist der Kick da oder der ist nicht da. Also du sitzt im Café im Sommer auf der Straße irgendwo und du guckst nicht den Mädels auf den Po oder auf den Busen, du guckst auf die Füße. Ja, richtig.
richtig. Wie muss denn ein Frauenfuß sein, dass es bei dir sagt, wow, geil? Der muss gut gebaut sein, nicht zu große Zehe. Also welche Schuhgröße ungefähr? 36. 36? So. 37 geht auch noch. Ja, geht auch noch, ja klar. Ja. Und der muss in dem Moment schon das machen. Das ist irgendwie das wow. Ja gut, aber du sollst mir erklären, was wow macht. Also die Größe kann ich mir jetzt vorstellen. Größe? Nicht zu große Zehen, sagst du? Ne, richtig. Und gepflegt, am besten noch lackiert. Wie lackiert? Welche Farbe? Rot. Rot oder schwarz. Schwarz auch. Mhm. Ja, schwarz auch. So, und Und du magst es natürlich dann, wenn die Mädels so ganz leichte Sandalen wahrscheinlich nur tragen, richtig, wo man richtig. Viel vom Fuß sehen kann. Ja, genau. Ja. Ja, und das Beste ist ja noch, ich bin ja schon seit 6 Jahren verheiratet. Ja. So, und ich habe meiner Frau noch nie erzählt. Das hat die Jungs immer rausgekriegt. Und seitdem spielt er da bei unserem Sexleben eine unheimliche Rolle. Oder? Ach, hast du denn deine Frau auch nach ihren Füßen ausgewählt? Nee, da hatte ich schon ein bisschen abgeklungen, da habe ich doch schon ein bisschen weiter nachgedacht. Ach so. Ja. Wenn ich jetzt mal zurückrechne, du bist 32, 6 Jahre verheiratet und hattest ja eigentlich diese Leidenschaft gerade mal eben erst entdeckt, ne? Wie ja, richtig. Naja, eine Weile vorher schon doch auch. Aber die Füße von deiner Frau gefallen dir auch? Ja, auf jeden Fall. Ja? Und seitdem du es jetzt offenbart hast, spielt das eine große Rolle in eurem Sexleben. Was heißt das? Also, wir liegen abends zum Beispiel so mal auf der Couch oder was. Also, normalerweise fängt man erst mit den Händen an, aber sie kommt dann erst mit den Füßen rüber. Ach so. Weil sie da genau weiß. Ja. So, als sie das mitbekommen hat, wie hat sie es eigentlich rausgekriegt, dass du drauf stehst? Irgendwann mal, weil ich ab und zu mal so durch die Stadt, Klammer, guckt ja mal andere Leute an, aber haben ihm auf die Füße zuerst geguckt. Ja, das hat sie beobachtet. Das hat sie beobachtet. Dann hat sie gesagt, hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Genau. Ja. Und war dir das dann einfach, das so zu gestehen, oder war dir das ein bisschen peinlich? War mir erstmal peinlich, unheimlich. Ja. Also, das war erstmal, ich so, Mensch, mal, kannst du mich bringen, so was, oder erstmal nachgedacht, wie fasst du das überhaupt auf? Aber das war hinterher ganz normal, das ist nicht schlimm. Ach, sie hat dann so locker reagiert? Ja, absolut. Ja. Aber das Schönste ist ja auch immer für mich, wenn wir jetzt in die Stadt gehen und sie zieht Schuhe auch an. Ja. Wo man so gesehen auch die Füße schön durchsehen kann. Das ist für mich wie Weihnachten auf Deutsch. Ja. Hört sich total schwachsinnig irgendwo an, sag ich mir manchmal, aber... Nee, da bist du, es gibt ja nur ganz viele Leute, die darauf stehen. Da bist du ja einer von vielen, das ist ja gar nicht so eine... Ja, mit Sicherheit, das ist gar nicht so eine große... gar nicht mal so eine Minderheit, auf keinen Fall. Also, die Füße müssen mit in das Sexspiel einbezogen werden. Ja. Das ist dein Schönstes. Ja, richtig. Ist ein Spielen durch ihre Füße an dir, ist dir das angenehmer als Oralverkehr? Ja. Mhm. Das ist so wirklich angenehmer. Würdest du sagen, letztendlich ist mir der Kontakt, mein Geschlechtsteil und die Füße meiner Frau auch noch wichtiger als der richtige Geschlechtsverkehr hinterher? Jein. Also, kommt immer drauf an, wie ich drauf bin. Ja, also ich merke schon, es hat einen ganz hohen Stellenwert. Ja. Ja. Küsst du die Füße auch? Ja. Ja. Müssen die Füße sauber sein oder sollen sie gar nicht sauber sein? Doch, sauber sein sollen sie schon. Ja, naja, es gibt ja auch welche, die sagen, nee, das nicht. Mhm. Sauber sein auf jeden Fall. Ja, und das lässt deine Frau auch gerne mit sich machen. Ja. Da hast du auch wirklich Glück. Es hätte ja auch eine Frau sein können, die das einfach ein bisschen doof und eklig findet. Und ja, da. Das habe ich gar nicht so. Bist du auf der Straße da? Da, ja, ich bin hier LKW-Fahrer. Also, ich bin hier gerade auf dem Parkplatz. Ich höre die Autos fahren im Hintergrund. Ja. Also küssen, das ist auch dein Ding. Wie geht es denn so weiter mit, stehst du dann auch so auf Strumpf, Frauenstrümpfe, Strumpfhosen? Ja, wenn sie die anhat, dann geht es richtig ab. Das auch. Also wenn sie zum Beispiel Strapse anhat, sag ich jetzt mal, also dann streichelt sie mich damit und dann, also das ist schon also super, sag ich jetzt mal. Ja. Das ist ja Glücksgefühl hoch 3. Und bei den Schuhen, hast du da auch so bestimmte Reizmuster, dass ein Schuh irgendwie sehr, sehr klobig sein muss oder er muss sehr elegant sein? Elegant. Er muss elegant sein. Er muss elegant sein. Also man muss wenigstens, sag ich mal, so die Struktur des Fußes erahnen lassen. Ja, ja. Also sag ich jetzt mal so. Und so Sandaletten oder sowas, da finde ich absolut irgendwie doof. Ja. Also da bin ich nicht unbedingt so. Also er muss irgendwie nur so einen Touch haben, so erahnen lassen. Ja. Da irgendwie die große Überraschung rauskommt. Ja, erahnen es, ja. Erzählst du davon so deinen Freunden und Kumpels? Nee, gar nichts. Gar nichts. Das weiß jetzt nur letztendlich deine Frau? Ja. In eurem Umfeld? Ich weiß es jetzt. Ja, und die ganzen Hörer. Und die ganzen Hörer, ganz genau. Ja, wie mutig, dass du da angerufen hast und das erzählst. Das muss
Jungs immer rauskommen, weil irgendwie dachte ich immer, ich wäre nicht ganz normal, sage ich jetzt immer so. Nee, aber Frank, im Ernst, das finde ich völlig im grünen Bereich und diese Leidenschaft haben so viele Leute und das ist okay, wenn du Spaß so dran hast und sich das so optimal ergeben hat, dass deine Frau mitmacht, ist das ja toll, eine tolle Sache, wirklich, ne? Weil sie sagt, das macht ja selber Spaß, wenn ich so die Zehe zum Beispiel mal auf Deutsch gesagt ablutsche oder im Mund nehme oder mit denen auch spiele oder den Fuß mal ganz zärtlich küsse, was macht ihr selber auch Spaß. Wie ist das denn umgekehrt, wenn deine Frau sich mit deinen Füßen beschäftigt? Das kitzelt. Also das ist, ich bin auch kitzelig. Das ist ja nichts Erotisches für dich. Nee, das ist dann für mich nicht mehr so erotisch. Sollte sie lieber sein lassen. Ja, richtig. Ja, ja, Frank, alles im grünen Bereich, wie gesagt, finde ich. Wohin geht die Fahrt heute noch, heute Nacht? Nach Bremen. Nach Bremen. Und wo bist du jetzt ungefähr? Ich bin jetzt hier zwischen Osnabrück und Fechter. Fechter. Also an Osnabrück schon dran vorbei. So, dann wünsche ich gutes Ankommen und gute Fahrt. Und mal für deine erste Rednerin. Ja? Soll alles probieren, was überhaupt Macht ist. Ja? Weil ich kenne da sowas selber, wo ich Handicaps, weil ich bin normalerweise Legastheniker. Ja? Ich habe aber Berufskraftfahrer geschafft. Ja. Ich habe meinen Klasse 2 Führerschein gemacht. Ich habe alles gemacht, was ich wollte. Ich habe mich nur auf die Hinterbeine gesetzt. Und ist dann ein tolles Gefühl, wenn man es geschafft hat, ne? Das ist ein super Gefühl. Ja, ein tolles Gefühl. Ich hoffe, dass die Jenny das auch schafft. Ja, ich hoffe die auch. Ich drücke beide Daumen. Sehr nett von dir, Frank. Alles Gute. Okay, mach nur weiter, oder? Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Chris, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hi. Chris. Ja. Leg los, ich bin anders. Ja, ich bin jetzt erstmal ein bisschen entzückt. Ich fand die Geschichte gerade von Frank sehr süß und er hat so einen coolen Dialekt, sag ich mal. Stimmt. Ja, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Ich fühle mich einfach anders. Und das war einfach schon immer so, aber ich glaube irgendwie, oh Gott, ich bin nervös. Egal, ich frage einfach mal, wer sind. Also, du fühlst dich anders, hast du. Warum? Ja. Warum? Ich denke, ich habe ein paar emotionale, psychologische Probleme, wie auch immer. Der Punkt ist irgendwie besonders Probleme oder was mich daran auszeichnet, dass ich anders bin. Ich habe Angst vor Berührung, mehr oder weniger. Ach, dass Menschen nicht berühren? Ja. Mhm. Immer schon? Nein, nicht immer schon. Ich weiß auch, wo das herrührt irgendwie oder ich vermute es. Und ich habe einfach... Wann fing das an so ungefähr? In welchem Alter? Ja, Pubertät. Pubertät. Mhm. Und du sagst, du hast eine Ahnung, wer das rührt? Ja, das ist richtig. Magst du ein Stichwort sagen? Ja, also ich sag mal so, es hört sich jetzt alles schlimmer an, als es vielleicht ist oder so, aber ich leide da halt sehr drunter. Ich bin ziemlich behütet aufgewachsen, sag ich mal. Wie. Ja. Und meine Eltern haben mich ziemlich in Watte gepackt. Ich war halt Wunschkind, die haben jetzt zwei Fehlversuche, sag ich mal, vor mir gehabt und haben natürlich nichts drankommen lassen und ich bin halt sehr mit Liebe überschüttet worden und Und du meinst, dass das damit zusammenhängt? Nee, mit der Pubertät kam dann der plötzliche Bruch. Da kamen meine Eltern nicht so ganz drauf klar. Ich hatte eher ein inniges Verhältnis zu meiner Mutter, mein Vater eher nicht so. Und naja, meine Mutter hat dann wohl irgendwann mal entschieden, so, jetzt bist du alt genug, jetzt verwehren wir dir quasi jeglichen Körperkontakt im weitesten Sinne. Ach so. Und das ist halt so ein bisschen das Gefühl Schock. Von... Ja, genau. Mhm. Und jetzt bist du 26. Ja. Und das heißt, du hast es, für dich ist es sehr unangenehm, wenn Menschen dich anfassen. Ja, es geht. Also ich mit weitestgehend fremden Personen habe ich weniger das Problem. Aber ich merke halt, ich habe mich mal gewundert, warum ich so schreckhaft bin. Es gibt so Leute, die plötzlich hinter mir stehen, mir dann auf die Schulter klopfen oder so und ich zucke da zusammen. Wie ist es denn so mit Freunden oder Freundinnen? Hast das du, ist der Punkt. Hast du schon mal eine gehabt? Ja, das ist aber auch schon gut 6 Jahre her. Ja. Und durfte die dich anfassen? Aber es hat einfach viel, viel Mut und Vertrauen erfordert und so und ja, es ist, Ist das richtig, wenn ich sage, du hast in den letzten, wenn das 6 Jahre her ist, dass du in den letzten 6 Jahren hat dich so gut wie kein Mensch angefasst? Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber ich sag mal, Leute, die mir näher stehen, da habe ich ein Problem mit. Also ich habe einfach gedacht, ich habe es mittlerweile überwunden, weil gewisse Dinge, wie die Einschränkung, waren früher mal schlimmer. Ich konnte eine Zeit lang nicht mal jemandem mehr die Hand geben. Es ist mittlerweile so weit, dass ich, das nach außen hin wirkt, das eigentlich wird niemand auf die Idee kommen. Wenn wir jetzt hier zusammensitzen würden im Studio und ich würde so einen Arm um dich legen und sag, Chris, erzähl doch mal, den Arm um dich legen, wäre das schlimm? Es wäre nicht schlimm, es wäre zunächst vielleicht ein bisschen unangenehm, also ich finde es eigentlich angenehm, aber ich habe da einfach Angst vor. Ja. Kannst du versuchen zu erklären, was diese Angst ausmacht?
Du sagst, auf der einen Seite wäre es dir sogar angenehm, aber ich habe Angst. Also, was ist die Angst? Ich versuche das mal an Beispiel von naja, zum Beispiel einer nahen Freundin irgendwie. Also ich weiß halt zum Beispiel, ich würde zum Beispiel eine Freundin einfach sehr gerne mal in den Arm nehmen oder so, sie gerne mal drücken, aber das kriege ich nicht hin. Ich würde niemals selber auf die Idee kommen und sie, das ist halt das Fatale, sie wird halt nie, weil sie zum Beispiel dieses Problem kennt, aus Respekt würde sie das dann auch nicht machen. Meine Frage war, was ist die Angst? Was macht die Angst aus? Ja, ich könnte abgewiesen werden, klar. Ja, aber bleiben wir bei dem Beispiel, du sitzt hier, ich lege den Arm um dich und sag, pass auf, komm, wir erzählen ein bisschen. Da brauchtest du ja nicht die Angst haben, dass ich dich abweise. Ja, also das ist ja, es ist halt so eine emotionale Sache. Mhm. Das ist ja das Problem, dass irgendwie rational ist das kein Thema für mich. Ich weiß es auch, aber empfindungsmäßig ist es halt, kommt falsch zusammen, das ist Angst. Verstehe. Also das ist der Grundkonflikt ist die Angst, wirklich weggetreten zu werden, um es mal noch dramatischer auszudrücken. Abgewiesen zu werden. Wie wie komplex das auch immer sein mag, die Zusammenhänge der Ursachen. Ja. Ich würde dich gerne mal fragen mit der Freundin damals. Wie lange warst du mit der Freundin zusammen? Ja, lange haben es die Mädels nie mit mir ausgehalten. Also netto, ich sag mal, 2-3 Monate. Mhm. Hast du denn jetzt in den letzten Jahren mal ab und zu sporadisch mal Sex mit einer Frau? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Mhm. Hast du damals mit der Freundin Sex gehabt? Ja, kann ich so nicht sagen. Also es ist schon intimer geworden oder so, aber bis zum Äußersten nicht, nein. Und das hängt auch damit zusammen, dass das für dich so eine schreckliche, verspannte Situation war, dass du gar nichts genießen hättest können. Ja, ich habe einfach, es ist der Gedanke, das Perverse daran, ich habe halt immer das Gefühl, oh nein, ich habe das gar nicht verdient. Verstehe. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin leider zurzeit arbeitssuchend. Hast du was gelernt? Ich habe was gelernt, ja. Nämlich? Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, ja, keine Ahnung. Du musst es nicht sagen, wenn du es nicht sagen möchtest. Ja, es ist nichts Dramatisches oder so, aber ich habe halt die Sorge, dass es irgendwie vielleicht Leute geben könnte, die ich kenne. Nee, dann muss es auch nicht sein. Ich frage das immer so, um mir so ein großes Rundrum-Bild von jemandem zu machen. Den musst du auch nicht erzählen. Das scheint ja nun doch wirklich eine sehr große seelische Störung zu sein. Ein großer seelischer Konflikt zu sein. Hast du denn in all den Jahren mal Hilfe gesucht? Ich habe Hilfe gesucht und ich muss sagen, ich bin vielleicht schon viel zu früh mit Psychologinnen oder so. Ja, meine Mutter hat das zum Beispiel als gut befunden, mich da mal mit zu konfrontieren, und zunächst hat es mal nicht so besonders viel gebracht. Ja, und dann habe ich halt vor gutem Jahr zuletzt eine Therapie gemacht und es schien auch gut, aber naja, durch andere Umstände, sage ich mal, die auch an meinem Selbstbewusstsein gezerrt haben, habe ich im Moment das Gefühl, so fruchtbar kann es ja nicht gewesen sein. Mhm. Was würdest du sagen, wie viele Jahre so insgesamt hat man sich schon therapeutisch mit dir befasst? Es waren immer viele, ja. So insgesamt mal, wenn man alles zusammenzieht. Kann ich nicht sagen. Also es war schon ein längerer Zeitraum. Ja, seitdem ich... Es war ein längerer Zeitraum und ein bisschen frustrierend scheint dann ja für dich auch zu sein, dass so ganz entscheidend nichts mehr rumgekommen ist, oder? Ja. Oder hat sich irgendwie doch, ja, ein bisschen hat sich ja schon verbessert. Natürlich. Du sagst vorhin, früher konnte ich keinen anfassen, nicht mehr eine Hand geben oder ja, so. Ja. Wie gedenkst du weiter vorzugehen? Weil das ist ja noch kein Schlusszustand, wie du jetzt beschrieben hast. Also ich bin jetzt aktuell, sag ich mal, hätte ich gern oder wollte mich aktuell jetzt auch mal wieder irgendwie um sowas wie eine Therapie kümmern. Mhm. Aber naja, ich habe halt die Angst, die ich dabei habe, ist, von sowas in Anführungszeichen abhängig zu sein, dass ich nicht mehr ohne kann oder so. Ich brauche einfach für mein Selbstbewusstsein auch irgendwie alleine klarzukommen. Ja, aber sowas kann man ja eben auch in einer Therapie thematisieren. Und ein guter Therapeut wird das ja auch dann geschickt so handeln, dass du irgendwann auch alleine bist. Vielleicht wäre in deinem Fall, wo das so kompliziert zu sein scheint, auch mal ein stationärer Aufenthalt nicht schlecht für einen. Oh, also ich habe immer den Eindruck gehabt, dass es ich habe, wie gesagt, nach außen wirklich relativ normal. Also von daher wäre ich nie jetzt auf die Idee gekommen, dass es vielleicht so gravierend sein könnte, ich weiß nicht. Ja, also ich bin unglücklich damit, klar. Aufgrund der, wir haben uns jetzt, ich gucke ja auf meine Uhr, 8 Minuten nur unterhalten. Da erscheint mir das aber schon als eine sehr, sehr tiefgehende Geschichte zu sein. Und ich weiß von vielen Anrufern, und ich weiß es auch aus dem privaten Kreis von Freunden, dass ein Aufenthalt
ein etwas längerer Aufenthalt in einer guten psychosomatischen Klinik oftmals sehr, sehr, sehr gute Wirkung hat, wo man sich wirklich richtig fallen lassen kann und auch gut vorbereitet wird unter Umständen, wenn man in einer guten Klinik ist, auch wieder für das Leben nach dem, für hinterher, für draußen. Möchtest du da noch ein paar Tipps haben von meiner Psychologin? Ich wäre sehr dankbar. Gut, dann legst du auf und Heide ruft dich an und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Chris. Ciao. Jörg, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Jo, einen schönen guten Morgen. Hallo Jörg. So, wenn du jetzt den Satz vollenden solltest, ich bin anders, weil? Weil ich halt immer noch Single bin, ohne jemals eine Frau richtig kennengelernt zu haben, etc., ne? Mit 32 Jahren? Mit 32 Jahren, ja. Ohne eine Frau richtig kennengelernt zu haben, was heißt das genau? Hast du noch nie mit einer Frau geschlafen? Nein. Noch nie? Das heißt, jetzt vor 14 Tagen war ich, etwa 14 Tagen war ich bei einer Prostituierten. Mhm. Und ja, rausgekommen ist eigentlich nicht viel bei, außer dass sie mir dann zum Schluss sagte, na, das Dringendste, was ich bräuchte, wäre eine Freundin. Aber das wusste ich ja auch schon vorher. Ja. Also, das war der erste geschlechtliche Kontakt mit einer Frau bei der Prostituierten. Ja. Hat es denn funktioniert? Nein. Auch nicht? Nein, ist daneben gegangen. Mhm. Wie erklärst du die? Hat sich auch nicht weiterentwickelt. Ich denke mal, es liegt doch daran, dass sie halt eben profimäßig sowas macht. Ne? Mhm. Und ich halt, naja, nur fürs erste Mal, hat sie ja auch gesagt, kann durchaus passieren, dass denn da das daneben geht, ne? Ja. Kann durchaus sein. Also, das scheint auch eine ganz gute Psychologin gewesen zu sein, die das Mädel, ne? Wenn sie ja, weiß ich, kann sein. Richtiger Tipp. Letztendlich fehlt dir eine Freundin, nicht wahr? Sie kam aus Riga, ja. Also, so. Ich weiß nicht, ob man da so. Klar, mit gesunden Menschenverstand ist egal, woher man da kommt. Ja. Ja. Richtig. Also da war der Druck so groß, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss jetzt mal zu einer Prostituierten gehen, um zumindest einfach mal so diesen technischen Vorgang zu erleben. Ja. Und warst du überhaupt nicht erregt während der Aktion? Naja, ein bisschen schon, aber nicht allzu doll halt, ne? Mhm. Ja, und es ist dann wieder alles... Wie lange warst du bei ihr? Eine halbe Stunde. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, rausgekommen ist dabei nichts. Wie waren denn so die Anläufe, die Versuche in den letzten Jahren? Wo versuchst du Frauen kennenzulernen? Ja, also ich muss mal dazu sagen, ich bin nur als Lokführer tätig. Mhm. Das heißt, ich bin im Schichtdienst. Das heißt, ich habe nicht viel Zeit für sowas. Ja, gut, aber. Also ich bin am Wochenende oder so, bin ich ja meistens auf Achse. Ja. Und wenn ich dann Feierabend habe, naja, dann bin ich fertig und dann haue ich mir ins Bett und das war's, ne? Ja, aber es gibt ja auch freie Tage und freie Wochenenden sicher mal, oder? Ja, hin und wieder mal, klar, aber es ist auch nicht allzu häufig, ne? Mhm. Ja gut, aber das gibt es ja und es gibt auch Urlaub. Du hast ja auch Urlaub. Was machst du dann? Bist du dann eher für dich? Bislang habe ich denn irgendwelche Pauschalreisen beigenommen. Ach so, das hast du schon gemacht? Ja, last minute, denn über das Internet meistens und dann... Ja, aber da kommt man ja auch in Kontakt mit vielen Leuten, ne? Und hat sich ja nie was ergeben. Nichts, gar nichts. Warum weiß ich selber nicht? Hast du den Eindruck, dass du zu schüchtern bist? Oder hast du den Eindruck von dir, dass du nicht gut genug aussiehst? Oder was glaubst du? Keine Ahnung. Also ich möchte mal davon ausgehen, wenn ich in einer Menschenmenge untertauche, ich falle nicht auf. Mhm. Ja? Also normaler Durchschnitt. Stinkt normalo, kann man so fast sagen. Ne? Stinkt normal, ja. 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 Bemühst du dich denn? Ich meine, viele Frauen wollen ja, die meisten Frauen wollen ja auch nun angesprochen werden und erobert werden. Machst du das denn? Hab ich auch schon, aber wie gesagt, ging bislang halt immer daneben. Ne? Wie weit ging es denn? Entweder, dass sie denn schon einen festen Freund hatte oder wisst der Geier was halt, ne? Mhm. Nicht wollte oder... Ja. Pauschalreisen, last minute. Da gibt es ja auch einen Abend, irgendwie Diskotheken oder Veranstaltungen, da mischt ihr dann auch mit. Ja, dann bist du dabei. An für sich schon. Aber wie gesagt, denn aus einer Disco denn alleine ist auch ziemlich schlecht, ne? Mhm. Hast du denn. Punkt hat es bislang noch nicht gebracht. Ja. Kannst du mal sagen, so wie viele Anläufe du schon gemacht hast, um an eine Frau ranzukommen? Ich habe schon aufgehört zu zählen. Also, ach doch, so viele. Ja. Doch so viele. Mhm. Ja. Hast du auch schon mal andere Wege beschritten? Also meinetwegen über Kontakt zeigen oder übers Internet? Ja, na, ich chatte viel, ich bin auch viel, auf Single-Seiten unterwegs etc. Ne? Aber und funktioniert wie gesagt, auch das nicht. Hat mich nichts. Weil dieses Chatten und das Internet ist ja mittlerweile auch ein tolles Kontaktforum, wo ganz viele Dinge entstehen, wo man Leute kennenlernen kann, sich treffen kann und so. Naja, aber bei den meisten Chatrooms habe ich irgendwo den Eindruck, dass die meisten sich denn da irgendwie schon privat irgendwo kennen, ne? Aus dem gleichen Ort sind oder
Ehrlich? Umgebung und ja. Wie sieht denn das so, Stichwort privat, bei dir aus? Hast du denn einen Freundeskreis oder bist du auch eigentlich ein ziemlich einsamer Mann? Ich habe einen kleinen Freundeskreis, ist richtig. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, ich bin vor ein paar Jahren von Berlin nach Hamburg gezogen. Ja, ich höre das doch schon, das Berlin hat so ein bisschen in der Stimme. Ja, ist richtig. Und ja, der Rest meines Freundeskreises ist zum Teil in Berlin geblieben, zum Teil hat es jetzt nun zerschlagen, ne? Und das ist auch schwer dann. Neuen das Stand. Ist ein bisschen schlecht, ja. Neue Stadt und so. Ja, neue Stadt. Und wenn man dann noch viel arbeiten muss und dann noch Schichtdienst hat, ist es ja fast kommt schon. Erst zum anderen. Ja. Warum bist du denn umgezogen nach Hamburg? Musstlich, beruflich. Beruflich, oder? Ja. Der Freundeskreis, der jetzt noch geblieben ist, die paar wenigen, von denen du gesprochen hast, sind das nur Jungs oder sind das auch Pärchen oder ist es sehr gemischt? Die meisten, muss ich mal sagen, sind mittlerweile jetzt in Familie. Haben Frau, haben Kind und so weiter und so fort. Fühlt man sich auch wie in meinem Alter ist es klar, ne? 32. Ja. Und das fühlt man sich auch wie das fünfte Rad im Wagen, unter Umständen, ne? Ja, manchmal. Ja. Richtig. Hast du sonst ein Hobby noch, irgendwas, was du gerne machst? Also nicht, was mir jetzt direkt einfallen würde, wo ich jetzt sagen würde, ja, da lernt man Leute kennen. Ja, und so. Weißt du, darauf will ich gerade hinaus. Ich merke ja schon, dass du bist aktiv, du fährst allein in Urlaub, du baggerst die Mädels an, endlos, wie du sagst. Was macht man jetzt noch? Du gehst ins Internet, das funktioniert nicht. Nee. Bei der Prostituierten hat es nicht funktioniert, das finde ich aber nicht schlimm, das ist okay. Das war eine künstliche Situation und da würde ich mir jetzt auch den Kopf nicht machen. Nö, mache ich auch nicht. Das finde ich nicht schlimm, nee. Ich war neugierig, ich wollte es kennenlernen und das war es halt, ne? Was machen wir jetzt mit dir, Mensch? Jetzt überlege ich wirklich. Ja, du wirkst ja auch, ich finde, du wirkst auch sehr nett, sehr sympathisch. Ja. Wirklich, nicht schüchtern, überhaupt nicht. Naja, klar. Nee, also ich würde es jetzt auch nicht so sagen, wenn ich es nicht so empfinden würde. Du musst irgendwie noch mehr unter also, Leute. Ich habe das schon von Bekannten gehört, gerade von Mädels, von wegen, ja, und die Frau, die dich kennenlernt, die muss ja die glücklichste der Welt sein und was nicht noch alles, ne? Und du bist ja so ein netter Typ, aber das war's dann auch, ne? Ich fragte gerade mit den Hobbys oder mit den Interessen. Vielleicht wäre es gut, das kann man jetzt nicht innerhalb von ein paar Minuten hier rausfinden, wenn du mal so überlegen würdest, was dich so interessieren würde im Sportbereich oder in irgendeinem Verein oder ich weiß nicht, es gibt ja 100.000 Möglichkeiten. Wo du hingehst und wo eben auch sehr viele Leute sind, wo einfach eine große Kontaktbörse auch ist. Weil dieses Chatten ist ja auch was sehr Einsames. Da sitzt man zu Hause dann am PC und ist alleine. Aber wie ist es denn mit sportlichen Aktivitäten? Beispielsweise. Ja, eigentlich nicht allzu dolle. Wie gesagt, ich habe auch nicht allzu viel Zeit für sowas. Gut, ne? Du müsstest mal, wie gesagt, das können wir jetzt hier, das werden wir gar nicht schaffen hier jetzt in der Sendung. Aber einfach mal in dich gehen und mal überlegen, was interessiert mich denn so annähernd? Muss ja jetzt nicht der Reißer sein. Ja, was interessiert mich annähernd? Was ist irgendwie auch, was passt so in mein enges Zeitkorsett rein? Ja. Was gibt es in Hamburg, in deiner Umgebung und so weiter? Ja, also dahin, wo man halt, wo noch immer wieder mehr Menschen sind. Mhm. Dann muss es um den Teufel zugehen, Mensch, wenn das nicht klappt. Ja, gut. Muss ich sehen, wa? Weißt du, was ich ganz wichtig finde, das möchte ich dir noch sagen. Mach dir mal keinen Kopf darüber, dass du noch mit keiner Frau geschlafen hast. Mhm. Das finde ich nicht schlimm. Und wenn es denn soweit kommt, irgendwann, dass du eine Frau kennenlernst, sag ihr das gleich von Anfang an. Ja, auf jeden Fall. Spiel nicht den großen Zampano, als würdest du, und ich garantiere dir, wenn das eine gute Frau ist, eine nette Frau ist. Bringen, weil die merkt ja letzten Endes doch. Bitte? Die merkt ja letzten Endes dann doch, ne? Genau, ganz genau. Ja, jetzt ist die Leitung völlig kaputt, Jörg. Ja, ich würde mal sagen, wir brechen das mal ab hier an der Stelle. Und das wäre jetzt so mein spontaner Tipp, dass du einfach wirklich, wie gesagt, mit diesen Hobbys oder mit diesen Freizeitbeschäftigungen noch intensiver dich bemühst. Jetzt ist die Leitung leider ganz weg. Jörg, lieber Jörg, alles Gute von Herzen. Tschüss. Michael, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Michael. Ja, du bist auch anders. Ja, ich habe zu dem Thema, ich bin anders angerufen, weil ich heute erfahren habe, dass ich seit einiger Zeit anders bin. Ich habe heute von meinem Arzt erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Heute erfahren? Mhm. Wie geht's dir jetzt mit dieser Information? Katastrophal. Ist es denn, hat er es zweifach getestet, das Blut? Diese Tests sind ja heute so, dass sie, ich kenne die genauen Fachbegriffe jetzt auch nicht, aber direkt zweimal getestet werden. Mhm. Und es besteht die Chance von 1 Promille,
dass es vielleicht ein Versehen sein könnte. Mhm. Deswegen habe ich morgen früh um 9 Uhr gleich einen Termin zur weiteren Blutabnahme und zum nochmaligen Test. Aber die Chancen sind äußerst gering, dass ein das dann... Promille, ja. Ein Promille, ja. Mhm. War das jetzt so eine Routineuntersuchung oder hattest du Sorge? Vor 3 Wochen hatte ich grippeähnliche Symptome mit Fieber und Schweißausbrüchen und Gliederschmerzen und wurde auch als Grippe diagnostiziert, hat sich aber einfach verschleppt und habe dann um ein größeres Blutbild gebeten, beziehungsweise auch einen HIV-Test von mit beantragt. Mhm, ja. Und dabei ist es jetzt so rausgekommen. Genau. Hattest du denn diesbezüglich Bedenken schon? Ich war völlig schockiert, nein, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, nicht im Geringsten. Ich muss dazu sagen, ich war bis vor 4 Wochen befreundet in einer festen Partnerschaft. Bist du schwul oder heterosexuell? Ich bin schwul. Du bist schwul, ja. Mhm. Und habe mich vor 4 Wochen getrennt und... Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? Wir waren 7 Monate in Anführungsstrichen nur zusammen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man sowas gesagt bekommt, dann rattert die ganze Vergangenheit einem durch den Kopf. Ja. Hast du schon irgendeine Idee, wo es passiert sein könnte? Es gibt 2 Möglichkeiten. Weder hat es mit meinem Ex-Freund zu tun, oder aber wir waren zeitweise, kurzfristig im Februar schon mal getrennt und da hatte ich auch eine Begegnung mit einem anderen Mann. Und die ist ungeschützt gelaufen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur nach dem Akt bemerkt, dass der Kondom trocken war. Mhm. Und auf der Toilette dann auch bemerkt, dass eben ja also was mitkam. Dass der Kondom trocken war, das heißt? Ich kann nur Vermutungen anstellen. Es gehen einem die wildesten Vermutungen durch den Kopf. Ich habe aber nicht bemerkt, dass er den Kondom... Ach so, abgestreift hat. Das verstehe ich. Mhm. Und die Möglichkeit bestünde auch, dass da etwas passiert ist. Hast du deinen Ex-Freund schon angerufen? Ich habe ihm eine E-Mail geschickt und er hat dann 2 Stunden später zurückgerufen. Ja. Das heißt, er wird sich jetzt auch testen lassen? Ich war sehr überrascht, es war ein sehr sachliches Gespräch, er war sehr ruhig, sehr gefasst. Und wir haben uns sehr sachlich unterhalten und er hat selbst vor 6 Wochen einen Test machen lassen, der negativ ausfiel. Ja. Mhm. Also die Chance, dass er zumindest nicht positiv ist, die ist doch da und das wäre natürlich auch sehr beruhigend für mich. Mhm. Nun ist das ja heute, wenn man das heute hat, heutzutage nicht ein Todesurteil wie vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Dennoch ist es ein unglaublicher Schock, so stelle ich es mir vor. Was ist jetzt heute in dir so vorgegangen? Ist alles. Alles. Vom Suizid bis jetzt nicht so tragisch. Es ist alles da. Man kann sich da auch gar nicht gegen wehren. Ich versuche zum Teil auch irgendwie zu verdrängen und jetzt einfach mal das Ganze ruhen zu lassen, aber das geht gar nicht. Das kreist, das schwingt, das wie dieses Damoklesschwert über dem Kopf und zieht einen seinen Bann, das ist da. Ist das zum ersten Mal so jetzt diese brachiale Konfrontation mit der Krankheit AIDS oder hattest du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis schon Menschen, die erkrankt sind oder gar gestorben sind? Weitläufig. Ich bin nie direkt mit konfrontiert worden oder habe mich nie wirklich massiv damit auseinandersetzen müssen. Das war nie der Fall. Also das ist jetzt wirklich das allererste Mal. Mhm. Wenn du die Stimmung jetzt gerade in diesem Moment, kurz bevor du angerufen hast, beschreiben solltest, wie war deine Stimmung oder ist deine Stimmung? Verzweiflung? Ja, diese Verzweiflung, Schuld, große Schuld, Selbstvorwürfe. Ja, dass du nicht genug darauf geachtet hast, ja. Obwohl man alles weiß, wie man sich schützen soll. Ja. Alles. Also dieses schlechte Gewissen, das einen plagt, eventuell auch noch jemand anderen, den man mal geliebt hat, in Gefahr gebracht zu haben. Und wie es weitergeht, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, nun ist das ja wirklich so, wie ich es gerade sagte, dass die Krankheit, ich sage mal vorsichtig, etwas an Dramatik verloren hat. Ich sage das mit großer Vorsicht. Ich will es auch nicht runterspielen und kleinreden. Aber es gibt ja mehr Hoffnungen heutzutage. Es gibt ja durch die Kombinationsmedikamente große therapeutische Erfolge.
therapeutisch nicht in dem Sinne, dass die Krankheit besiegt ist, aber dass die Leute ganz gut durchs Leben kommen. Mhm. Ich finde, das ist ja schon auf jeden Fall ein Trost und eine Hilfe. Ja, natürlich, das ist das Einzige, wo ich mich dran festhalten kann. Man muss es letztendlich auch so sehen, weil alles andere ist zieht einen ja noch viel mehr runter. Natürlich. Wie ist denn im Moment dein aktueller Gesundheitszustand? Ist der in Ordnung? Ich habe noch leichte Symptome dieses Infektes, aber es sind schon einfach Symptome wie ständig trockenen Mund. Ich habe auch jetzt eine besonders raue Stimme, deswegen. Und ich trinke bestimmt 3-4 Liter am Tag, weil ich einfach dieses Trockenheitsgefühl nicht losbekomme. Ja. Aber sonst ist mein Gesundheitszustand im Moment in Ordnung. Ja. Ist der Arzt, bei dem du bist, ist das ein Arzt deines Vertrauens? Der weiß, dass ich schwul bin. Ja. Und er ist auch Psychotherapeut. Ja. Und kennt mich, sag mal so, ja. Mhm. Also ich finde, das ist jetzt eines der ganz wichtigen Dinge, die du jetzt, auch wenn es dir schwerfällt und wenn man so angeschlagen und traurig ist, ist einem ja jeder Organisationsschritt schwierig zu vollziehen. Aber dass du eine gute Beratung bekommst, dass du einmal in gute medizinische Hände gerätst, vielleicht bist du das. Und ich würde auf jeden Fall an deiner Stelle auch einen Kontakt mit der AIDS-Hilfe in deiner Umgebung suchen. Ich habe da eine Telefonnummer direkt von meinem Arzt bekommen. Ja. Wobei die heute da nicht mehr anzutreffen waren. Das heißt, da kann ich erst morgen früh dann anrufen. Das möchtest du aber schon machen. Ich muss im Moment, muss ich alle Möglichkeiten ausschöpfen. Ich habe nämlich auch schon gehört, dass Leute dann auch so diesen Kontakt gerade zur AIDS-Hilfe dann scheuen, weil dadurch irgendwie die Krankheit noch mehr unterstrichen wird und das alles noch realer wird, was so im Gehirn alles vorgeht, wenn man Angst hat. Das ist so, ja. Aber da möchte ich dich wirklich auch zu ermuntern. Ich weiß nun wirklich von so vielen AIDS-Hilfen, was für unglaublich gute Arbeit die Leute da leisten und welche psychologische Hilfestellung sie auch ausüben. Ja. Dass du auf jeden Fall auch neben der medizinischen Betreuung den Kontakt zur AIDS-Hilfe suchst. Und dann kann man wirklich hoffen, je nachdem, wie die medizinische Entwicklung jetzt auch weitergeht, dass du dich gut mit einer entsprechenden Medikamentenzusammenstellung gut über Wasser halten kannst. Mhm. Vielleicht bis zu dem Tag, das hoffe ich ja, dass es nicht mehr so lange dauert, dass man wirklich ein greifendes Medikament findet gegen den HIV-Virus. Ja. Lieber Michael, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Mhm. Möchtest du denn, da du ja doch ziemlich traurig und angeschlagen bist, auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Können wir gerne machen, ja. Ja, das ist Heide heute Nacht. Mhm. Das heißt dann, du legst auf und wir rufen zurück, Heide ruft dich zurück. Alles klar. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft für die nächste Zeit, bis du das auch so für dich erstmal kapiert hast und auch akzeptiert hast. Mhm. Ich danke dir fürs Gespräch. Alles Gute. Alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Und am Donnerstag sind wir früher im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, nämlich um 14:45. Dieses als Hinweis. Eine gute Nacht und eine schöne Nacht wünsche ich euch. Tschüss.